Yo, hi Leute, hier ist wieder Aristos und wir sind hier auf den Spuren von Nick Valentine. Falls ihr neu reinschaltet, unten in der Videobeschreibung findet ihr einen Link zur Playlist. Ja, ich bin jetzt fast in der Nähe quasi des Detektivs. Ich habe eben gerade in Sanctuary nochmal allen Schrott verkauft und ja, den gleich verarbeitet zu Baumaterialien, damit zwei Level gemacht. Beim ersten habe ich versehentlich das Falsche gelernt, oder naja, wirklich falsch ist es nicht. Das hat ja, hier Schleichen habe ich gelernt, das ist 20% schwerer zu entdecken, ist ja auch nicht ganz verkehrt. Und ansonsten blutiger Tod, das ist das, was ich quasi angekündigt habe, denn hier nachher ab der zweiten Stufe gibt es generell 10% mehr Schaden, egal auf was man. Ja, was man gerade benutzt, und da ich natürlich auch mal ab und zu Sprengstoffen oder sonstigen Waffen greife, ist das vielleicht gar nicht verkehrt. Ich guck mal, ob ich jetzt hier, dass ich hier gleich in die richtige Richtung renne. Hier vorne müssen wir hin. Hier jetzt, eigentlich habe ich das hier ausgewählt zum Schnellreisen, aber man landet wohl hier vorne. Gut, dann müssen wir jetzt hier ungefähr der Straße folgen. Ich denke mal, das hier ist die richtige Richtung. Ja. Und dann gucken wir mal, ob wir es schaffen, in dieser Folge Nick Valentine zu finden. Aber oh, das haben wir denn da vorne? Oh, das sieht doch sehr. Ah, ein Führungsspot, gut. Willkommen, Patriot im Boston Common. Hier beginnt der Freedom Trail. Erfahren Sie mehr über den historischen Freedom Trail und die Geschichte des Boston Common. Ja, geil, jetzt soll ich eigentlich mit ihm reden. Aber er hat sich hier wieder eingeschlossen. Naja, gut, ist egal, ist eh nicht ganz unser Ziel. Hier vorne scheint es wohl schon zu sein. Ich werfe nochmal einen sicheren Blick drauf. Ja, das ist es wohl. Mal gucken, was wir jetzt hier entdecken. Ich habe es bisher noch nicht in. Ja, es ist quasi das erste Mal, dass ich das hier miterlebe. Mit meinen anderen Charakteren bin ich sonst immer jetzt hier ein bisschen weiter außen rumgelaufen, habe schon ein bisschen mehr vom Süden gesehen, aber hier, der Hauptquest bin ich jetzt noch nicht weiter gefolgt. Und dann bin ich Ich jetzt dir mal das sage, gespannt. zu Skinny Malones Bande zu gehen, war die beste Entscheidung aller Zeiten. Schau dich doch nur mal um. Und trotzdem, Malone ist schwach. Wir erwischen diesen Detektiv beim Rumschnüffeln. Und was macht er? Sperrt ihn ein. Dem fehlen die Eier, ihn einfach umzulegen. Lass das mal. Oh. Sein neues Mädchen hören. Die knallt dir ihren Schläger ins Gesicht, bis kein Gesicht mehr übrig ist. Ah, ich bin hier. Ach, ja, okay. Ich dachte, der ist. Für. Hier sollte ich vielleicht noch ein bisschen quatschen. Lass uns tanzen. Ja, ich habe auch eine ganze Menge Mollys gemacht, habe ein bisschen Öl gekauft von. Oh ja, das sind doch sehr viele. Ja, ein bisschen Öl gekauft von dem. Ah, er will den Detektiv befreien. Leg ihn um. Geld. Guck mal, ob hier einer rausgerannt kommt. Ah, so blöd stellen sie sich leider nicht an. Benutzt du einen Stealth Boy oder so? Wird dir auch nicht helfen. Melon macht Sockenhalter aus. Hey, Peng. Yo. Ja, jetzt kann es natürlich passieren, dass ab und zu mal Gegner explodieren. Machen wir hier vorne gleich ein. Ja, Geschmack für Kleidung haben sie auf jeden Fall, aber wirklich stark sind sie nicht. Ja, haben wir schon alle erwischt hier vorne.
Aber hier verstecken sich bestimmt noch mehr. Aber bisher ist es ruhig, also sieht ganz. Also könnt. Wow, hier ist irgendwo eine Falle. Das ist was, wo ich auf jeden Fall immer einen starken Unterschied bemerke. Wenn ich jetzt hier alleine spiele, passiert es mir eigentlich kaum, dass ich mal in eine Falle tappe. Das ist wirklich, wenn ich eher so ein bisschen noch konzentriert bin, um ein bisschen dabei zu quatschen und so, dann passiert schnell mal. Da übersehe ich auch deutlich mehr, muss ich sagen. Weil ich natürlich auch nicht. Ich meine, alleine habe ich die Ruhe weg, da immer noch tausendmal hin und her zu rennen und zu gucken, liegt da vielleicht noch was. Damit will ich euch ja hier nicht unbedingt langweilen. Wir wollen ja hier ein bisschen die Action erfahren und vielleicht mal ein bisschen herausfinden, was hier los ist. Okay, das hat jetzt nichts mit den Leuten hier zu tun. Auf jeden Fall schön bunt aus. Oh verdammt, jetzt halt verpennt, den Fusionskern auszutauschen. Ist egal, insgesamt habe ich gerade 25 Stück noch dabei, also da brauche ich eigentlich gar nicht sonderlich sparsam mit sein. Könnt ihr wahrscheinlich erstmal ein paar Stunden nur in Powerrüstung rumrennen. Und notfalls hätte ich auch noch das Geld, welche nachzukaufen. Das wäre jetzt eigentlich nicht so tragisch. Ah ja, und falls nochmal ein Gefecht komme, sollte ich vielleicht dran denken, nochmal Mantids einzuwerfen, von denen habe ich auch einen dicken Vorrat. Psst, warte. Du doch nicht. Ah, hier muss ich aufpassen, hier sind bestimmt einige Fallen noch. Wo ist denn hier die Waffe, die die Waage auslöst? Das hier sieht doch verdächtig aus. Ja, und da haben wir noch mehr von den Kandidaten. Ach, Mantids. Ah, da rannte doch was. Da sieht man ja gar nichts. Was war das denn? Oh, das hat noch eine Bombe ausgelöst. Oh, da ist sogar ein Legendärer noch dabei. Können wir mal unseren Crit drauf verwenden.
vielleicht mal ein bisschen heilen. Seine Eier. Au, meine Eier. So. So, jetzt habe ich sie auch erwischt. Ja, 25 Giftresistenz. Super nutzlos. Nicht, dass wir hier wieder etliche Bomben laufen. Ja, oder fallen, besser gesagt. Sonst ist hier nichts weiter, wie es aussieht. Aber das ist schön, eine Menge Buff-Out. Das kann man immer gebrauchen. Da geht es noch nicht weit. Das wär's. Schmutziges Wasser, yay! Das ist wirklich so selten in Fallout 4 und man braucht es unbedingt zum Craften von vielen nützlichen Sachen, gerade in Verbindung mit Eichhörnchen, denn da gibt's, ja, man kann da was herstellen, das bringt, ich glaube, 10 oder 20% mehr Erfahrung für 1-2 Stunden. Aber mehr haben wir jetzt hier scheinbar nicht. Nichts Neues.
Ja, ich mach das Licht mal langsam wieder aus, denn hier kommen nachher bestimmt wieder nochmal Leute. Ah, schmutziges Wasser, yay! Coca-Cola Quantum. Und der Schild darum. So, brauche ich wenigstens nicht mehr aufstehen. Können wir jetzt gleich nochmal Mantids einwerfen, die anderen sind ja jetzt alle. Verdammt, genau dazwischen geschossen. Natürlich blöd mit dem Gewehr. Ich kann nicht sehen! Der Boss sagt Hallo! Ah, und die geben wenigstens gute Erfahrungspunkte. Lohnen sich die Mantids wenigstens. Könnten nur ein paar mehr sein eigentlich. Dann kippen wir ja recht leicht um mit dem Gewehr. Aber das haut doch ordentlich rein, das macht 95 Schaden. Wo ist der Hund eigentlich hin? Schön. Ja, da geht's wieder nach draußen. Mal sehen, vielleicht sind wir hier relativ nah am Ziel dran, dann können wir ja hier nachher wieder raus. Nur eine kleine Abkürzung. Gibt's ja bei den meisten Gegenden hier. Ich hoffe mal. Oh, haben wir da eine Vault? Vault 114. Uiuiui. Na gut, dann wird das hier wohl doch noch ein bisschen weiter reingehen. Wie es hier drin aussieht, das seht ihr dann im nächsten Video. Ihr seid dann hoffentlich wieder mit dabei. Hinterlasst ein Abo, wenn ihr das nicht verpassen wollt. Bis dahin.